Es ist unglaublich wichtig, dass Frauen wissen, dass sie in Startups investieren können. Wie geht man ran? Wie schaue ich mir so Ideen an? Wir haben ja eigentlich viel zu viele Menschen, die viel zu viel Geld haben. Und die sollten eben ihr Geld nutzen und das in nachhaltige Projekte investieren. Let's do this. So den Kick noch kriegen jetzt mal. Anfangen, das zu machen, was sie eigentlich richtig gut können und auch wollen. Was ich mir erhoffe von CreateApp ist einfach, dass ich mit dem Unternehmen an den Start gehe. Was bedeutet es eigentlich, ein Unternehmen zu gründen? The Female Way. Um das herauszufinden, haben wir 10 angehende Gründerinnen und 2 Investorinnen-to-be ausgewählt und werden gemeinsam eine 10-wöchige Reise starten. Heute beginnt sie. CreateApp, The Female Founders Show. Wie geht's dir? Gut. Bisschen aufgeregt? Ja. Ja, okay. Ja. Nimmst du irgendwas mit im Geiste jetzt so? Ach, gelassen zu bleiben. Ganz genau. Und genau das zu tun, was ich ohnehin vom Spiegel immer wieder mache und übe. Alles klar, dann toi, toi, toi. Danke. Hallo, ich bin Ivana und gründe Water Affair. Was wird in den nächsten 60 Sekunden passieren? Weltweit werden rund 75 Tonnen an Textilien im Müll landen. Gleichzeitig werden rund 100 Tonnen an neuen Textilien unter den meist unvorstellbarsten Arbeitsbedingungen für uns produziert. Das Kleid gehört nicht mir, sondern einer Vermieterin, tatsächlich einer Charity-Vermieterin. Das bedeutet, dass beim Mieten dieses Kleidungsstücks die Einnahmen in ein Charity-Projekt fließen. Prinzipiell kann jeder mitmachen. Jeder, der Kleidungsstücke eben bei sich zu Hause hat, die eine gute Qualität haben, also bei denen es eben Sinn macht, die auch mal auszuleihen, dass jeder eben die Möglichkeit hat, eben seine gute Qualität mit anderen zu teilen. Das Einzige, worauf wir schauen, ist, dass das Teil eben kein Fast Fashion Piece ist. Ganz bewusst, weil wir der Meinung sind, dass Fast Fashion Pieces eben meistens nicht die Qualität hergeben, um sehr lange von vielen verschiedenen Personen getragen zu werden, ohne an Qualität abzunehmen. Wie das genau funktioniert, indem wir Konsumenten die Möglichkeit geben, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Freundeskreises virtuell durch Kleiderschränke zu swipen und genau die 40% zu nutzen, die ohnehin jeder Deutsche in seinem Kleiderschrank hat und selten bis nie nutzt. Also die Nähmaschine, die gehört gar nicht mir, sondern die gehört meinem Freund, der leidenschaftlich sehr gerne näht. Und tatsächlich war er auch die erste Person, bei dem ich gesehen habe, wie lange und wie viel Arbeit da eigentlich in ein Kleidungsstück reingeht. Und da sich bei mir einfach so ein Schalter umgelegt hat und ich mich gefragt habe, wie das sein kann, dass wir Kleidungsstücke für zum selben Preis wie ein Kaffee oder ein Sandwich kaufen können. Und ich dann begonnen habe, einfach so ein bisschen nachzuforschen, wo kommt denn unsere Kleidung her und wo endet sie? Und ja, auf die ganzen Fakten, die ich gestoßen bin, so meine eigene Passion für das Projekt entstanden ist. Vielen Dank, Ivana, für deinen sehr tollen Pitch. Also du hast auf jeden Fall ein riesiges Problem erkannt und gefunden und das ist auch was mich jeden Tag beschäftigt. Mein Name ist Diana zu Löwen. Ich bin Social Media Content Creatorin und investiere auch schon seit über 3 Jahren in Startups und deswegen bin ich hier als Investorin. Wird es ein Abo-Modell sein oder bezahlt man das pro Kleidungsstück? Und was habt ihr für eine Fee? Also unser Businessmodell ist ähnlich wie das von Airbnb, dass es eben eine Provision gibt für jede Transaktion, die über der Plattform läuft. Darüber hinaus wird es aber tatsächlich auch wie so eine Art
Abo-Paket-Feature geben, dass man sich buchen kann, um da gewisse Vorzüge zu haben. Das ist auch so das, was ich mir eigentlich für die Zukunft wünsche. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn du noch ein bisschen spezieller die Zielgruppe ausarbeitest, vielleicht auch wirklich schon ein App-Prototyp das nächste Mal dann dabei hast, damit wir uns das wirklich vorstellen können. Ich sehe das auch bei meiner Community zum Beispiel, dass viele immer sehr skeptisch sind, wenn es darum geht, Kleidung zu leihen. Also wie willst du da eine gewisse Qualität gewährleisten, wie bequem und praktisch ist dieser Service. Das sind so ein bisschen Fragen, die wir haben und wenn du die gut beantworten kannst, ist es eine große Dienstleistung für die Nachhaltigkeit, die du da ja auch wirklich leistest und hoffentlich kann man da was verändern. Dankeschön. Danke dir. Okay. Wie geht's dir, Ivana? Wie war's? Gut. Ja, die Aufregung ist weg. Vorbei. Hat dich irgendwas überrascht? Nee, wie einfach es dann doch irgendwie war, das zu sagen, für was man kämpft und arbeitet. Wenn dein Pitch ein Kleidungsstück wäre, was wäre es? Wenn mein Pitch ein Kleidungsstück wäre, ich glaube eine Handtasche. Alles klar, top. Vielen, vielen Dank dir. Bis bald. Danke. Wie geht's dir, Nathalie? Ach, ganz gut soweit. Ja? Ja. War die Fahrt weit? Ja, es ging. Also hast du einen Käse gegessen? Nee, leider nur eine Laugenbrezel ohne Käse. Geht ja gar nicht. Na gut, dann toi 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 dir. Dankeschön. Hi, ich bin Nathalie, die Gründerin von Käsekrake, der veganen Käsealternative aus Sonnenblumenkern. Wir haben fast 4,7 Kilo Käse. Dass Massentierhaltung einer der treibenden Gründe für die globale Klimakrise ist, sollte für niemanden mehr ein Geheimnis sein. Allein in Deutschland entstehen ca. 30% der Treibhausgasemissionen in der Ernährung durch die Haltung von Milchvieh. Durch das stetige Wachstum der Ersatzproduktbranche greifen auch immer mehr VerbraucherInnen zu sehr überzeugenden Fleischalternativen. Das ist aber bei veganem Käse noch nicht der Fall. Und jetzt kommen wir. Wir machen eine vegane Käsealternative auf der Basis von Sonnenblumenkernen. Ich fand die Idee genial, weil ich selber das Problem habe, dass ich Käse über alles liebe. Und wenn man sich dann von den tierischen Produkten so ein bisschen verabschieden will, gibt es eben gar nicht so viele oder auch gute Alternativen, die man sich auch noch leisten kann. Und Nathalie hatte die Idee, dass wir dann so ein bisschen was selber machen und dass man das dann auch vernünftig als Unternehmen aufzieht. Ich studiere Ernährungswissenschaften. Ich bin jetzt im 6. Semester. Ökotrophologie heißt es eigentlich. Aber weil viele Leute mit dem Begriff nichts anfangen können, sage ich einfach mal Ernährungswissenschaften, dann wissen wir alle, was Phase ist. Ich experimentiere gerne mit so verschiedenem Kram. Zum Beispiel haben wir hier Wasserkefir. Oder zum Beispiel mache ich auch Ingwerbier selber. Oder auch Kimchi. Das ist quasi Sauerkraut nur auf Koreanisch. Das ist halt die Grundmasse, die haben wir gestern gemacht. Einfach Sonnenblumenkerne mit Salz, Fermentationskulturen, also mesophilen Bakterien und bisschen Miso-Paste, bisschen Hefeflocken. Um dem noch ein bisschen mehr Geschmack zu geben, haben wir uns überlegt, wir machen drei Sorten. Einmal Sesam-Rosine, einmal getrocknete Tomaten mit so ein paar Kräutern und einmal komplett Kräuter, also eine rote, grüne und eine Rosinen-Variante. Machen wir jetzt mal fünf. Gucken wir, wie es läuft. Es ist irgendwie so machen und gucken, ob es funktioniert. Dabei bleiben wir sehr nah dran an dem traditionellen Herstellungsverfahren von Kuhmilchkäse. Und so können wir Sorten wie zum Beispiel Camembert Gouda und andere sehr authentisch nachbauen. Das geht. Am schnellsten geht eigentlich sowas wie Frischkäse. Braucht theoretisch einen Tag, um dieses Saure zu haben. Aber je länger sie liegt, desto aromatischer Würz, sage ich mal. Und so ein Weißschimmelkäse, den wir auch haben, der braucht so ungefähr 3 Wochen, 3 bis 5 Wochen. Und alles andere, so Gouda oder Parmesan, versprochen, ja. Also je nachdem, welche Käsesorte, das unterscheidet sich halt immer irgendwie. Ja. Ich fände es super interessant, mit jemandem zu sprechen im Käsebusiness. Jemand, der das miterlebt hat, wie man von diesem kleinen Schritt irgendwie größer denkt. Also eine Person, die diese Skalierbarkeit irgendwie nachvollziehen kann und vielleicht ein bisschen da einen guten Rat hat. Weil zum Beispiel
ist es halt schwachsinnig, sage ich mal, große Gerätschaften und Maschinen zu kaufen, wenn wir gar nicht wissen, ob wir sie brauchen werden. Das Beste an unserem Produkt ist der Rohstoff. Sonnenblumenkerne werden lokal angebaut und können dadurch auch mit kurzen Transportwegen transportiert werden. Und wir befinden uns gerade am Ende unserer Produktentwicklung und würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserer weiteren Reise begleiten würdet. Ja, Nathalie, danke schön. Begeistert uns total. Wir würden am liebsten kosten. Hi, ich bin Carla. Ich bin Head of Product bei Skull & Wells und bei CreateF Investorin. Wir haben uns gefragt, wie du es dann später an die KundInnen bringen möchtest, also Vertriebspartner und so weiter, wie viel dich das dann kosten würde im Gesamt, also nicht nur Herstellung, sondern insgesamt bist du dann wirklich günstiger als viele von den aktuellen veganen Alternativen, die ja meist teuer sind. Und hast du vielleicht auch ein Patent für die Herstellung? Das wäre natürlich sehr genial. Also ich fange mal von hinten an. Leider können wir unsere Ideen nicht schützen lassen. Also das Herstellungsverfahren so in der Form gibt es schon aus ähnlichen Rohstoffen, zum Beispiel aus Cashewkern. Das Gute ist, wir sind halt im Vergleich zu unserer Konkurrenz sehr günstig. Und in der Herstellung ist es so, dass die Herstellung insgesamt ungefähr auf 1,30 pro Käse rauskommt. Und unser Käse wird vermutlich 100 Gramm haben. Und vertreiben wollen wir das erstmal über den Unverpacktmarkt. Also es gibt momentan 200 Unverpacktläden deutschlandweit. Und weitere 200 stehen in den Startlöchern. Und unsere Philosophie ist es ja, so nachhaltig wie möglich zu handeln. Und wenn wir über den Unverpacktsektor auf den Markt kommen, können wir so auch an Verpackung sparen. Alles klar. Dankeschön. Danke euch. Wie war's? Ach, eigentlich ganz gut. Also ich war ein bisschen zittrig zum Ende hin. Und auf die Fragen konnte ich noch nicht so super selbstsicher antworten, aber ansonsten habe ich ein gutes Gefühl. Was für eine Käsesorte war der Pitch? Ach so, was er dann wäre? Oh, was irgendwas sehr Klassisches, was immer gut ankommt. So ein Gouda. Nina, wie steht's? Richtig gut. Ich habe gehört, du hattest gerade schon einen Pitch von einem zum nächsten. Ja, einer nach dem anderen weg. Okay, kein Problem. Na dann, toi, toi, toi. Hallo, ich bin Nina, ich bin die Gründerin von Shit to Power und wir wollen aus Kläranlagen Kraftwerke machen. Warum machen wir das? Wir hier in Deutschland finden das ganz normal, dass wir Abwasser klären, finden das auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob wir das reflektieren, dass wir eigentlich Frischwasser, das man auch trinken kann, auch in der Toilette haben. Und neben dieser Information, dass halt nur 20% des weltweiten Abwassers geklärt werden, was ja prinzipiell Wasser ist, habe ich gelesen, dass Abwasser bis zu dreimal mehr Energie hat, als die Klärung eigentlich braucht. Und prinzipiell jedes Klärwerk ein Kraftwerk ist. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, dann ziehen wir jetzt einfach mal die Energie aus dem Abwasser. Hier sind wir an dem Punkt, dass wir jetzt das Ganze in die Phase der Produktion, beziehungsweise eigentlich viel kleiner gesprochen, ins Labor bringen wollen, das Konzept dann von dort vergrößern und letztlich in ein Containerformat bringen möchten. Also das hier an der Wand sind alles Rohre und Rohrleitungen und dazwischen gebaut sind verschiedene quasi Kanister oder Reaktoren oder Behältnisse, in denen die Biomasse, mit der wir arbeiten, verschiedene Vergärungsschritte, Vergasungsschritte durchgeht. Und jetzt muss man sich das halt überlegen, ob das clever ist, dass man das so macht und mal nachbauen dann tatsächlich im Labor und so schauen, funktioniert das so, was kann neben was stehen, was nicht. Wie verdienen wir damit Geld? Auf der einen Seite nehmen wir den Klärschlamm in Form von Abfall auf und haben darüber eine Einnahme und auf der anderen Seite verkaufen wir den grünen Wasserstoff an die Industrie. Wir freuen uns auf tolle Investorinnen und Investoren, die uns auf diesem Weg begleiten möchten und auf weitere Gespräche. Liebe Nina, vielen Dank. Wir sind total begeistert. Ja, coole Idee. Genau das, was die Welt braucht. Deswegen auch schön, dass du gleich weltweit denkst. Ich bin Svenja Lassen und begleite mit unserem Female Investors Network das Investorinnenprogramm bei CreateF. Was wir uns wünschen, ist schneller Proof of Concept tatsächlich, ja, um zu beweisen, das geht auch überall, um das Klima zu retten, ja, und die Welt voranzutreiben. Wir freuen uns auf nächste Schritte mit dir. Sehr cool. Vielen Dank. Gerne. Wie war's? Gut. Hast du was Neues erfahren, was dich weiterbringt? Ich denke schon. Also vielleicht muss man noch größer denken und die Summen, die man tatsächlich so im Kopf hat, dann aussprechen. Also aber so für den ersten Schritt kann man ja mit umgehen. Vielen Dank. Danke.
Unsere Gründerinnen starten in die erste Woche und unsere Investoren beginnen die Ausbildung. Ihr könnt natürlich auch alle Aufgaben mit uns mitmachen. Die Informationen findet ihr auf unserer Website. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche bei CreateF, The Female Founders Show. Wieder groß denken. Und aktuell schreibe ich an mein dritten Buch, da geht es dann um Spiele, Design. Oh wow, kann ich ein Flugzeug haben? Liebe Gründerin, Cut! Lernprogrammieren.